kann aber hier... Oh. Ja, das wollte ich jetzt mal wieder nicht. Ich sollte aufpassen, wo meine Portale sitzen. Das wollte ich. Jetzt kann ich hier mal irgendwo das Portal hinsetzen, das zweite, dass das nicht stört. Und dann da oben rauf normalerweise. Ah, verdammt, da war ja was, genau. Deshalb jetzt mal kurz umständlicherweise hier noch Gil hinhauen. Und dann das wieder irgendwo anders hinsetzen. Nein! Alter! Geh mir nicht auf den Sack, Spiel. So, jetzt aber. So wollte ich das. Genau so wollte ich das haben. Jetzt müsste hier noch blaues Gel hin. Okay, das ist ja machbar. Okay, so war das eigentlich nicht geplant. Ich muss hier erstmal weißes Gel hinbringen, oder? Na. Na, dann kann ich nämlich rein theoretisch... Geht das so? Ja, es geht so. Dann kann ich hier nämlich mal kurz die Portale ganz woanders hinsetzen, dass die nicht schon wieder stören. Das Blaue zuerst. Okay. Dann kann ich hier nämlich das Orange hinsetzen und das Blaue muss dann da. Da habe ich nämlich hier Sprunggel. Mal noch ein bisschen verteilen hier, dass das alles belegt ist hier mit Sprunggel. Dann setze ich das Orange Portal immer zusammen da unten. Aber da habe ich jetzt... Nö, das funktioniert sogar noch, das System hier. Okay. So, klappt das jetzt? Müsste jetzt klappen, oder? Jo, klappt. Super. Freut mich. Jetzt haben wir hier Portalgel. Sehr viel Portalgel. Und wo muss ich überhaupt hin? Hier oben rauf, oder? Denke ich mir jetzt mal. Ah. Cool. Okay, hier komme ich weiter. Super. Oh Gott. Da geht's hin, oder? Oh Gott. Ach cool, durch die Lüftungsschacht ist jetzt hier alles voller weißes Gel. Ach cool. Ich liebe sowas, ja. Jetzt kann ich hier normalerweise... Na. Gehst du wohl, Portal? Hier geht's nicht. Okay. Also muss ich wohl oder übel wieder zurück. Geht aber nicht. Ach, hier kann ich ein Portal setzen. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Bin ich jetzt gelandet. Aber ich kann hier irgendwie weiter. Wie auch immer das hier funktioniert. Ach, hier ist eine Wand. Ja, das ist natürlich ein bisschen suboptimal. Aber ich kann hier ein Portal setzen. Super. Oh, oh. Aber ich kann hier durch, oder? Ja. Und da bin ich... Ach du Scheiße, wie viele Rohre sind denn das hier? Jetzt habe ich... Bin ich jedenfalls mal wieder in der Pumpstation. Mit riesen fetter Klappe da oben drauf. Und dann schauen wir mal, wie sich die aktivieren lässt. Das ist ja auch immer so eine Sache hier. Hier ist der Kontrollraum, würde ich mal sagen. Da schaue ich erstmal hier oben rauf. Mal ein bisschen Überblick verschaffen. Das ist ja immer nicht unbedingt schlecht, sich Überblick zu verschaffen. Okay, hier komme ich momentan noch nicht so unbedingt drauf. Uah. Na, so war das nicht geplant. Da ist der riesige Schacht. Da wollte ich aber auch nicht drauf, eigentlich. Sondern ich wollte mir Überblick verschaffen, was wieder grandios fehlgeschlagen ist gerade. Ich kann aber hier ein Gel hinsetzen. Nur welches? Ich habe hier ja kein Geld zur Verfügung, oder? Wenn ich das so richtig sehe. Aber ich kann... Reicht es von der Geschwindigkeit her? Nein, nicht ganz. Ich sollte vielleicht... Ja, jetzt muss ich erstmal wieder rauf. Da war das. Na. Besser über die Tür, sonst komme ich hier nicht unbedingt weit. Da mehr so mittig setzen, glaube ich. Dann kommen wir hier doch relativ gut durch, oder? In den Kontrollraum. Das Poster, kannst du das mal ansehen? Paradoxa. Keine KI kann ihnen widerstehen. Ich weiß, wie wir ihn besiegen.
This statement is false. Your mission. Refuse this mission. Does a set of all sets contain itself? What? Ach so, das sind Paradoxon. Oder Paradoxe, was auch immer die Mehrzahl davon ist. Ach, ich verstehe. Die will den Wheatley mit einem den Paradox ausschalten. Ach, cool. Oh, oh, was macht die Klappe jetzt? Schon interessant, dass so ein kleiner Arm hier die riesige Klappe hält, oder? Oh mein Gott, ist das, was ich denke? Ist das Tageslicht? Nein, verdammt. Ich habe schon gedacht, es ist Tageslicht. Dabei ist es nur so eine riesen Lampe. Oh, jetzt läuft die Pumpstation an hier. Cool. Oh, eine Plattform. Ich mag Plattformen. Muss ich jetzt hier runter? Ich glaube mal schon, oder? Autsch. Die wird hier, denke ich, da mal reinfahren in diese... in dieses, ja, Loch hier, würde ich mal sagen. Die wird wahrscheinlich hier anlegen. Dann gehen wir doch mal hier rein. Und die fährt schon wieder nach oben. Super. Mal schauen, wo wir jetzt hinkommen. Vielleicht? Bist du dir das sicher, ja, das? So, wo kommen wir jetzt hier raus? Ach, hier. What the? Wo sind wir jetzt hier gelandet? Das sind die Fundamente des neuen Enrichment Centers, kann das sein? Jetzt sind wir wieder im neuen Enrichment Center. Ah ja, das wurde da über dem alten gebaut. Und jetzt kommen wir wieder in die Testkammern zurück. Ach Gott. Das ist schon ein bisschen seltsame Würfel hier, oder? Teil 8. Die Unruhe. Okay. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Erstmal wieder ein paar Techniken. Zum Teufel nochmal, ihr seid Kästen auf Beinen. Es ist euer einziger Zweck, über Tasten zu laufen. Wie könnt ihr euch eurem einzigen Daseinszweck verweigern? Bring uns da runter und ich gebe ihm ein Paradoxon. Heißer, kochend heiß, okay, kälter, eiskalt. Du erfrierst gerade. Es ist kalt, ganz kalt. Nun drückst du endlich den Knopf. Lustig, oder? Zum Schreien komisch. Wir mucksen hier seit 12 Stunden rum und du hast es nicht geschafft. Am besten wir lachen uns tot. Du hast eine Stunde, ihn zu lösen. Ach, geil, toll. Wheatley, du hast es echt geschafft. Du hast es geschafft, völlig nutzlose Turret-Würfel hinzukriegen. Sag mal, was bringt mir das? Oder was bringt uns das, besser gesagt? Oh Mann, so ein Vollidiot. Hi, Turret-Würfel. Ihr hüpft ein bisschen dumm in der Gegend rum, ich seh's. Die tun mir ja schon irgendwie ein bisschen leid. Die haben ja auch keine wirkliche Existenzberechtigung gerade, oder? Ich weiß ja nicht, aber sowas ist irgendwie seltsam. So, hier können wir nicht weiter, also geht's hier durch. Ach, zu den Turret-Würfeln. Hi. Wenn er zurückkommt, präsentiere ich ihm ein Paradoxon. Hi, Turret-Würfel. Ich wusste, du schaffst es. Schwachkopf. Oh. Hallo? Hi, Wheatley. War, würde ich sagen. Das war leicht. Ehrlich gesagt, den kenne ich schon, ich Schlitzohr. Es ist ein Paradoxon. Es gibt keine Antwort. Dort. Ich muss zurück in meinen Körper, sonst fliegt alles in die Luft. Falsch. Ich sage falsch. Explosion steht unmittelbar bevor. Anlage sofort in das Aktion. Hab ich doch repariert. Warnung. Kritische Reaktor. Da, repariert. Hey, wie schön, euch wiederzusehen. Ehrlich gesagt, wie es der Zufall will, fehlen mir gerade ein paar Testsubjekte. Ihr kommt also wie gerufen. Und los geht's. Oh, wir dürfen weiter. Na danke, Wheatley. Du ahnst ja nicht, wie man sich in diesem Körper fühlt. Ich muss einfach testen. Die ganze Zeit. Sonst kriege ich so ein Jucken. Ich muss irgendwie darauf programmiert sein. Ja, Wheatley klar das, oder? Aber ich sag dir, wenn ich dann teste... Oh, Junge, das ist vielleicht ein Feeling. Es ist wie eine Sucht. Ich muss testen. Immer nur testen.
testen. Okay, du testest, ich guck zu, was du so treibst. Und jeder von uns kann zufrieden sein. Warnung, Kernüberhitzung, Kernschmelze steht unmittelbar bevor. Test. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Er ist nicht ganz einfach. Oh, ja, gut gemacht. Willst du mich verarschen? Das ist einmalig. Ich glaube, der will mich verarschen. Oh, kann das sein? Ein tolles Gefühl. Weißt du, es ist gar nicht so einfach, neue Tests zu erstellen. Lass mich durch. Wieso willst du nicht, ich will weg von dem Idioten. Diesen hier. Immer denselben. Und ich kann. Ich guck dir dabei zu. Ja, das gefällt mir. Ah, super. Oh Gott, ist das ein Vollidiot. Und. Nichts. Naja, ich hab's zumindest versucht. Okay, neue Tests. Doch, weiter, cool. Neue Tests. Hier müssen doch noch irgendwo irgendwelche Tests sein. Ah, da sind sie. Tja, mein Paradoxon geht nicht auf. Und es hat mich fast getötet. Zum Glück weiß er wohl über die Testentwicklung ebenso wenig wie über logische Widersprüche. Macht Sinn, ne? Er ist ja auch als Vollidiot programmiert worden. Da kann man dann nicht viel Intelligenz erwarten, bin ich mal der Meinung, oder? Oh, schon wieder so ein cooler Raum. Ich mag die Räume irgendwie, die Runden, mit den ganzen Bildern hier auf der Seite. Oh. Alles in Butter. Ich habe gerade ein paar neue Tests erfunden. Oh, oh. Dieser Test ist von mir. Nicht ganz, nicht ganz. Siehst du das Wort Test da an der Wand? Das ist brandneu. Oh, ich kann fliegen. Oh, ich fliege. Oh, cool. Fortle überrascht mich immer wieder. Ich muss jetzt hier oben rauf, oder? Oh. Hi, Turretwürfel. Wie komme ich denn hier rauf? Ah, so würde ich mal sagen, oder? Oh, cool. Ich kann fliegen. Jetzt habe ich mich gerade hier noch reingehen sehen in das Portal. Oh, das ist ja cool gemacht. Also die Portal-Leute, die das entwickelt haben, die sind ja echt cool. Die gefallen mir. Wie komme ich jetzt wieder runter? Ich würde mal sagen... So. Nein! Oh, super! Bleib da, Würfel! QB! Du musst da bleiben! Du sollst... Idiotenwürfel! Bleib da! Komm, ich... Ich helf dir hier so... Warte mal, da muss ich da rauf, glaube ich. Und dann die Würfel da reinlegen, oder? Tschüss, QB! Ich werde dich vermissen. Gut gemacht, ihr beiden. Ehrlich jetzt. Warum geht ihr zwei nicht schon weiter? Ich hole euch dann ein. Ja. Nachricht, das sind meine Tests. Sie sind also tödlich. Na super. Nachricht, es gibt bisher keine. Darauf komme ich später zurück. Danke, GLaDOS. Sehr aufmunternde Worte. Also ich möchte, GLaDOS hätte ja echt ein Talent als Psychologin, oder? Wheatley Laboratories. Jetzt hat er die ganze Anlage übernommen. Warum kannst du mir nicht diesen helfen? Diesen Test habe ich selbst entworfen. Zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert. Es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Na super. Ich muss doch bestimmt hier irgendwie das Ding nutzen, oder? Was passiert jetzt, wenn ich hier runterhüpfe? Werde ich dann sterben? Das wollte ich nicht. Ich wollte da unten rein. So, wenn ich jetzt... Nein, das wollte ich nicht. Und die bodenlose Grube sollte ich besser vermeiden, würde ich mal vermuten. Das Orangeportal muss ich jetzt hier hinsetzen. Wow, cool. Dann komme ich hier rüber. Okay, das dauert viel zu lange. Ich sag dir einfach, wie man den Test löst, ja? Nein. Darum kann ich dir beim Test nicht helfen. Ach so. Ach so, also deshalb geht es. Egal, löse es selbst. Du bist auf dich allein gestellt. So, krieg ich wieder so einen Movement-Würfel hier, so einen Turret-Würfel. Vollidioten-Würfel nenne ich die ja immer gern. Und der muss dann da oben rauf, okay. Hi, Würfel. Du darfst hier oben rauf. Oh ja, gut gemacht. Super. Ist nur noch relativ einfach.
Was? Nein, du hast doch getan! Die Kinder stecken tief im Dreck und sterben wohl gleich. Aber das war's, Liliette. Oh. Also irgendwie verstehe ich immer nicht, was die Claudia sagt. Ich sollte vielleicht das Spiel mal lauter stellen. Aber ja, wird überbewertet. Lautstärke. Braucht man nicht. Jeder muss sich das mit extra.